So, und willkommen zurück zu Dragon Quest 9. Der Hüter des Himmels. Wir haben letztes Mal hier aufgehört und waren jetzt hier weiter. Wow, was für eine Logik. Nein, wir sind hier in der komischen Stadt, wo wir also komisch reden. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Controller ist ein bisschen komisch. Vielleicht mache ich das einfach nur. Ja, wir sollen hier irgendwie wohl so ein... Keine Ahnung. Was machen, um halt... Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe halt echt keinen Schimmer mehr. Aber scheiß drauf. Hallo. Das war doch klar, Jona und hier Dark Hill war da, dass der ja da nicht mehr rufen will. Junge, da hat Vater den geschmeckt. Der war aber mal richtig grastig und dann hat er sie zum Clan Cliff mitgeschleppt. Ich hab kein Gott gefällt, Boy. Ich denk, ihr solltet nach Ventura und Jonas zurückkehren. Ja, bin ich auch vollkommen der Meinung. Und das ist... Obwohl, nehmt euch mal mit. Ich kenne euch ja noch nicht. Haha. Obwohl, wir kennen euch wohl. Ey, du machst richtig viel Schaden, Affe. Du auch. Affen dürfen nicht so viel Schaden machen. So. Der Einzige, der hier viel Schaden machen darf, das bin ich. Merkt ihr das? Kein Affe hat die Genehmigung, mich zu hauen. Okay. Gruselige Grotte. Können wir hier mit den Gegnern mithalten? Ja, dicke. Mach mal locker platt. Hier für dich, Mann. Lass mich in Ruhe. Gruselige Grotte. Okay. So gruselig finde ich sie jetzt aber gerade nicht, um ehrlich zu sein. Eisenknieschütze. Aha, nett. Ist denn das der Ort, wo wir hin müssen? Oh, hallo Oktopus, ich nehme auch mal mit. Ja, hallo Oktopus. Boah, du bist aber böse. Guck doch mal ein bisschen freundlicher. Dann halt nicht. Wie lange hält der Zustand? Ich hoffe nur den Kampf. Oh komm bitte, jetzt treff das Scheißvieh. Haha, hat dich gewirbt. Edgy Betty. Nee, nee, nee. Da wollen die mich blind machen. Gibt es das? Du bist fett. Oder schleimig. Oder beides. Oh nein, es ist ein Krabbi. Das ist ein bisschen... scheiße aussieht. Ein genmanipuliertes Krabbi.
Ernsthaft? Du hast Verstärkung gerufen, du wirst getötet. Und jetzt wirst du getötet. Oh, schöner Volltreffer. Ich wusste es. Ja, der mal du. Es gibt keine Verstärkung. Ich werde nicht mehr. Hat sollte eigentlich dann gute Erfahrungspunkte geben. Und was mich wundert, ich bin schneller als so eine Krabbe. Kam schon. Wow. Ja. Ja. Bam. Damit ist Schwert fertig. Archer kann sich mit einem Schwert ausrüsten, egal in welche Berufung er hat. Ja. Herr des Schwertes. Geilo. Also, Schwert ist jetzt Meister. Hm. Oben, unten, oben, unten. Ich gehe erst unten. Einfach mal, weil ich denke, oben ist der richtige Weg. Oder hier gibt es einfach nur eine Ausrüstung. Oh, hallo Gegner, ich nehme auch mit. Haha. Und ja, das musste sein mit den Haha. Aber doch durch die Kram, dass die immer Verstärkung gerufen haben, hat gute Erfahrungspunkte gegeben. Bin ich zufrieden mit. Oder ich glaube, die gruselige Grotte ist einfach nur Deko. Hier muss ich gar nicht hin. Nee. Nö. Oh ja, die Handschuhe, ja. Hatte ich nicht auch irgendwie was mit der Hose? Oh, Handschuhe. Hm. Die Handschuhe reichen. Was bist du? Ein großer, fetter Frosch. Der auf mich schießt. Und der sehr schnell tot ist. Hm, warum nicht? Aber ich vermute mal, hier bin ich nicht richtig. Wie ich jetzt auf diese glorreiche Idee komme. Tja, hm. Ich bin mir selber nicht so hundertprozentig sicher. Vielleicht. Ich weiß es einfach selber nicht. Hier ist ja gar nichts. Tü, voll geizig, ey. Voll die Spießer hier, ey. Oder muss ich hier lang? Ich dachte, ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Oh, Truhe. Ach du scheiß Oktopus, du nervst. Wage dich. Guter Junge. Wage es dich. Arschloch. Dann lässt er sich eiskalt vor den Oktopus blinden. Das wäre ein kritischer Treffer gewesen, du dummer Oktopus. Schäme dir. Das hast du davon. Niemand hält mich auf. Ha, 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 ha.
Ich rate mal, da wäre ich eigentlich nur zu Turing gekommen, war. Oder der andere Weg wäre einfach nur schwachsinnig. Ein Groschen. Schön. Habe ich mal vorbei. Ach, Frosch, du stehst mir im Weg. Oh, Vasen. Was bist du denn? Sieht doch hübsch aus. Ah, du bist schwach. Nur so nebenbei. Wollte ich mal so bemerkt haben. Waschlappen, Versager, nix können. Hahaha. Truhe haben will. Ich mag total Truhen. Also laufe ich einfach oben lang. Ha! Gekonnt ausgetrickst! Oh. Konnt ihr mich nicht bekommen? Tut mir gar nicht leid. Eine Mini-Medaille. Wofür sind die überhaupt? Hi. Was? Die Viecher können ja Schaden machen. Ernsthaft? Drei gegen eins unfair. Voll unfair! Ach, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock auf die Scheißvieh. Ernsthaft? Dann halt erst auf die anderen. Hört mit euren scheiß Eis auf. Können die bitte sein lassen mit den Scheiß ausweichen? Das nervt gerade gewaltig. Und warum lebst du eigentlich noch? Du musst schon längst tot sein. So, und jetzt bist du fertig, Freundchen. Geht doch! Meine Fresse, warum so schwer? Nee, 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 ihr Viecher lobt mir echt den letzten Nerv. Findet ihr das etwa gut? Ich nicht. Schämet euch aber ganz doll. Ja, ist doch wahr. Ich hab dir nichts getan. Stirb einfach nur, du blödes Vieh. Danke. Das macht viel Schaden. Das finde ich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hallo Frosch. Du bist fett. Ich weiß, ich bin sehr taktvoll, aber mir egal. Graben die Hilfe rufen. Ach, ist nur eine. Ist ja voll die Verarsche. Eine Krabbe ist doch keine Herausforderung für mich. Vor allem, ich bin schneller als die Krabben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, ich kann zu spät später nochmal hinkommen, um halt. Oh, ich hab keinen Bock auf dich, ich weiß das. Ne. Na super. Nein!
Ich hasse, wenn ihr diese Scheiße... Hier für dich. Ja, so ist mir scheißegal, wenn... Ey, die Viecher sind einfach nur nervtötend. Auch wenn das schön viele Erfahrungspunkte bringen, aber es nervt. Gepäck. Normal, Beutel. Benutzen. Komm, einmal voll heilen. Ich habe ja genug, hahaha. Sind wir endlich da. Ziel erreicht. Tatsache. Ich bin hier richtig. Haha. Ich bin hier richtig. Hi. Wundervoll. Bojana. Ich hoffe, dass du hier bewusst den Kopf frei kriegst und wir beten. Die ganze fröhlich klönen können. Ich werde dich heute auf die Fresse. Du musst ja ganz Mödsinn von den ganzen herbeirufen in letzter Zeit. Mim sollten, wenn du Leviathan nicht mehr rufen magst, musst du das nur sägen. Dann kannst du dich morgen damit aufhören. Ich sag einfach den Löt im Typ, dass du das verlernt hast mit den Gerufen. Das ist doch ganz einfach. Und der. Aber. Burmeister Walter. Walter. Und dann können wir beide ja mal ab und an zusammen herkommen und ganz heimlich den Leviathan rufen, nicht? Am Meeresboden gibt es. Dass jede Menge Korallen und Perlen und dann noch all die Präzision in dem versackte Chip. Du könntest doch Leviathan auch fragen, die sie dir so was zu bringen und nicht nur ollen gammeligen Fisch, oder? Perlensätze, aber Burmeister, das kann ich doch nicht machen. Das gehört sich einfach nicht. Nun, was nicht liegt so giftig? Wie könnt das doch einfach ab und an morgen, wenn die mal danach ist, oder? Denk doch mal, wir können doch allen so glücklich sind mit all den Reichtum. Glücklich mit all dem Reichtum? Ja, genau, mit deren. Muss nur akzeptieren, dass den Warder nicht mehr wiederkommt und ich die Aktivierung tue. Ich bin nun einfach der neue Warder. Das ist doch eine gute Idee, nicht? Hey, ihr seid nicht mein Vater, niemals! Mein Vater ist... Architosk. Hi. Oh, großer Leviathan, ihr habt unsere Rufe erhört und kümmert uns wieder zu helfen. So, dann nun sprich im Gebet und säg ihm, dass er uns ein paar Präsionen bringen soll. Ah! Oh! Oder, ich hab die Idee, wir hauen Leviathan gewaltig auf die Fresse. Jonah! Okay. Oh Mann. Das ist ein dicker Fisch an der Angel. Irgendwas stinkt hier. Ja, und wie es weitergeht, das werden wir im nächsten Part von Dragon Quest 9 erfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.